Morinos schaut einen an, worauf seine Barbaren aufbrechen. Der riesige Bär schnarrt mit seinen massiven Klauen im Boden und knurrt dich an. Als Morinos nach vorne stürmt, scheint die Höhle zu erbeben. Okay, wir haben die Stammesangehörigen nicht mehr gegen uns, dafür die Bären. Das heißt, alle auf den Dicken. Und den Kettenblitzen wir auch gleich mal. Wow, der Kettenblitz ist mächtig. So. Wir haben diese Mission jetzt auch erfüllt. Still looking around? Watch your step. Tempers run hot around here and not just among the animals. Siehst du dich immer noch um? Sei vorsichtig. Jeder hier ist im Moment sehr gereizt, nicht nur die Tiere. Ich habe mich um Sun und Orenus gekümmert. Und so bleibt Meister. Viele Reisende freuen sich, dass sie bleibt. Vielleicht sagt Gellerwin uns ja uns so, dass wir uns an unsere Wurzeln erinnern müssen und unsere List als Jäger wertschätzen. Danke für deine Hilfe, Carrot. Möge Gellerwin dich auf deinem Weg geleiten. Nimm dies mit unserem Dank. Er scheint sich plötzlich an etwas zu erinnern. Du könntest hier Evron besuchen, um zum Fürst der Jagd zu beten. Manchmal gewährt er jenen, die sich als würdig erweisen, besondere Gunst. Das hatten wir eh vor. Jetzt reden wir aber nochmal mit der Sul-Beschützerin. Was haben wir übrigens gekriegt? Ein einhändiges Schwert, was uns leider nicht so viel bringt. So, irgendwas können wir wegpacken. Und dann gehen wir jetzt noch mal zur Löwin hier oben. Hätte ich das gewusst, wäre ich einfach über die Brücke hier lang und hätte die restlichen Löwen in Ruhe, gelassen. Naja, die haben mich auch angegriffen. Das ist Sul. Und das sind Suls Stammesangehörige. Jo. Da haben wir noch etwas Orlands Wiege, okay. Gibt es Kunde von den Bären? Ich habe mich um Orenus gekümmert. Du hast eine gute Wahl getroffen. Suls Jungen werden einmal schnell und stark sein, genau wie die Reißzähne, wenn wir ihrem Beispiel folgen. Sie blickt die elegante Löwin an. Danke, dass du diese Angelegenheit gelöst hast, Estramon. Ja, gern geschehen. Haben wir hat das aber hauptsächlich für sich selber getan, weil er braucht die Gunst eines Gottes, mindestens eines Gottes. So, jetzt ist die Frage, kümmern wir uns als nächstes um die... Was ist mit dir eigentlich? Achso, ihr beide wart die Spioninnen. Das hatten wir ja schon. Hier sind Wölfe. Ja. Wildschwein. Gut. Also raus hier. Naja, wir hätten auch selber das Wildschwein als Gefährten nehmen können. Oder den Bären. Oder irgendwas anderes. Aber wir haben uns für den Wolf entschieden. Und so schlecht ist Fenris eigentlich gar nicht, nachdem wir ihn gut geboostet haben. Gut, wir sind wieder draußen aus dem Schlund. Oder dem Rachen. Ja, dem Schlund. Er hat die Bestien besiegt. Ja, das war ich. Okay. Das heißt, wir haben die beiden fertig. Blutopfer. Ah, ja, das sollten wir auch machen. Ich habe mich jetzt doch dafür entschieden, da ich dem Kind nichts antun will, ist die einzige Möglichkeit, da mir niemand anders helfen will, wirklich die... den Alten zu vergiften. Das hier sind die Nordlande...
Das ist auch Nordlande. Das ist Trauernde Mutter. Das ist Sagani. Das müsste in den Nordlanden auch endlich enden, hoffentlich. Hat Durins uns eigentlich wieder was Interessantes zu sagen? Ich möchte dich was fragen. Kannst du mir noch was über den Götterhang was sagen? Nein. Region und Geschichte. Glaubst du, dass es eine Verbindung zwischen den Hohlgeboten und dem Götterhammer gibt? Aethys war der Gott des Rebirths. And his light does not fall on the Deerwood. I've heard some claim it's his doing, his death. It's closed the halls to new souls. I doubt it. The Hollowborn have their roots in the acts of men, women. I feel it. Du uns rüstest die Stirn. Eotas war der Gott der Wiedergeburt und sein Licht fällt nicht auf den Dürrwald. Ich habe gehört, dass manche behaupten, dass es sein Werk wäre, sein Tod. Er hat die Hallen für neue Seelen geschlossen. Ich bezweifle es. Ich spüre, dass der Grund für Hohlgeburten in den Taten von Männern und Frauen liegt. Ja, also im bleiernen Schlüssel. Kann ich dich noch was fragen? Was ist der Götterhammer? It's not a violation. It's what gods do. As long as they accept all that comes with it. Men are weak. Gods? Well, we showed old Widewen that he was flesh and blood, no matter how much light was pouring out of his farmer's hands. Took men of faith to build a weapon. A godhammer. Judgment. Proved him dead at Halgott's Citadel. Götter haben sich in jeder Hinsicht Fleisch genommen, gleichsam von willigen und unwilligen Gefäßen. Es ist kein Verstoß, es ist einfach, was Götter tun, solange sie akzeptieren, was damit verbunden ist. Sterbliche sind schwach. Götter, wir zeigten dem alten Weidwend, dass er aus Fleisch und Blut war, egal wie viel ich aus seinen Bauernhänden strömte. Zum Bau einer Waffe brauchte es Männer des Glaubens, einen Götterhammer, ein Urteil, das ihm bei der Zitadelle von Halgott den Tod brachte. Es war eine Waffe der Bevölkerung des Dürrwalds, ihre Unabhängigkeit. Es gibt nur wenige, die abstreiten würden, dass es Eotas übertrieben hat. Der Götterhammer erinnerte Eotas daran. Ein so helles und fürchterlich starkes Feuer, dass es einen Gott verbrannte. Durins hält seinen Stab mit den Händen umschlossen und fährt die Kerbungen nach. Während du ihm zusiehst, beginnt die Spitze des Stabs hell zu brennen, während Durins, dessen Gesicht vom Feuer erhellt wird, zu sprechen beginnt. Eine Waffe, die heller als Eotas brennen würde, und wir führen ihn zu ihr und verbrannten ihn auf dem Scheiterhaufen. Der Scheiterhaufen war der Götterhammer und wir spießen ihn darauf auf. Du sagtest, du hättest ihn erbaut. Durins nickt. Ihn zu bauen war nicht einfach. Ihn zu fertigen. Die Stücke, die Kurve der Reliquie, selbst dann war es noch ein massives Ding. Etwas, zu dem ein Gott kommen musste, anstatt es auf ihn zu werfen. Indem er ihn herlockte, das war der einfache Teil. Den Götter sind stolz. Was ist passiert? Wir führten ihn zu den Feldern, an die er sich vielleicht als Bauer erinnerte. Die Felder direkt außerhalb der Zitadelle von Halgott. Durins runzelte die Stirn. Jetzt Götterhammer-Zitadelle. Sie befand sich direkt auf der anderen Seite der Brücke von Evon de Vir. Ein gemütlicher Weg. Durins runzelte die Stirn. Männer starben und dann noch mehr, um Eotas auf dem Evon de Vir zu locken. Wir hatten Gänge und Pfade durch die Brücke geschnitten, die Fundamente ausgehoben und sie mit Schießpulver und gluthungrigen Körnern gefüllt, die nur so aufs Brennen warteten. Mit unseren Händen hatten wir sogar den Mörtel und Fels aufgebrochen und angespitzt, damit sie noch leichter von ihrem Fundament brechen und durch das Fleisch dieses Heuchlers fahren würde. Und so habt ihr Evon de Vir gegen Eotas eingesetzt. Wir poured the Godhammer into its foundations with faith. Set it alight. Let the hammer fall, upwards onto the anvil. Eight died before the Godhammer fell. The Godhammer claimed the remainder, a dozen in all. Wir gossen vom Glauben erfüllt den Götterhammer in ihre Fundamente und entzündeten ihn. Wir ließen den Hammer fallen direkt auf den Amboss. Acht starben, bevor der Götterhammer fiel, und der Götterhammer selbst forderte den Rest. Insgesamt ein Dutzend. Ja, das sind die Dutzenden. Also
die 12, die gegen Iotas gekämpft oder weit weg gekämpft haben und aus der nun diese Gruppierung gestanden ist, also die Nachkommen der 12. Und Iotas fuhr zurück in den Äther oder das Grab. Durins grunzt. Er hat seine Stimme und seine Lust auf den Krieg verloren. Das kann ich dir sagen. Er lächelt höhnisch. Er ließ sich nur von Sterblichen verspotten und das war genug, ihn über die Brücke zu locken, direkt in die neue Sonne hinein. Durins drückt seinen Rücken durch und atmet tief. Es gab wie Ceras zu sehen, wie hell ihre Haare ganz geworden war und wurde zu einem Symbol, mit dem wir ihre Säuberung mit unserer eigenen beantworteten. Säuberung? We started saving the Aethasians from themselves, burning any that didn't die with their god. Heresy in Raed Ceres is one thing. Heresy here in the Deerwood comes with a more personal touch. Durins wird grimmiger und sein Gesicht erstarrt. Wir begannen damit, die Ethasianer vor sich selbst zu retten. Wir verbrannten alle, die nicht mit ihrem Gott starben. Die Ketzerei mit Ceres ist das eine. Hier im Deerwood ist sie aber mit einer persönlichen Note verbunden. Das erscheint mir gerecht. Ein verwundeter Fall ist immer noch gefährlich. Also habt ihr Verbrechen mit einem eigenen beantwortet. Wenn man einen Feind lange genug bekämpft, übernimmt man seine Eigenschaften. Warum die Säuberung? Nehmen wir das hier. As I see it, every Aethasian who still lives in the Deerwood puts the nation at risk. Is another dagger held to the throat of our faith. Root them out, burn them, or send them back to Raed Ceres to wallow in the blood of their failure. So wie ich es sehe, gefährdet jeder noch im Dürrwald lebende Iotasianer die Nation. Und ist wie ein Dolch, der unseren Glauben an den Hals gehalten wird. Entwurzelt sie, verbrennt sie oder schickt sie nach Viserys zurück, um sich dort im Blut ihres Scheiterns zu suhlen. Kann ich dich noch was fragen? Das ist, als ob man ein Bremsennest verschluckt hätte. Sei ruhig und behalte sie für dich, damit du nicht von ihr nicht vor dem nächsten Lagerfeuer erschöpfst. Okay. Ja. Das war jetzt nicht viel, aber es war wieder mal etwas. Wir wollten jetzt in die Nordlandschaft, aber dann können wir auch so rumgehen. Wobei ich vielleicht gerade eher den Drang habe, mich kurz nach Ulmküste zu begeben, die Druidin zu suchen, die wir für Berat erledigen sollten. Oder wenigstens können wir sie davon überzeugen. Ich habe ja so das Gefühl, die Druiden vom Goldenen Hain sind ein bisschen weniger hitzköpfig als die Blutopferzwerge da. Ich habe schon wieder deren Namen vergessen. Perhaps a little rest is in order. Ja, wir rasten demnächst, Alof. Erstmal jedoch, ich habe so das Gefühl, Renato, du schon wieder, spruch Renato, hast du dich näherst. Dein Willen wurde ich aus Zwillingsohren geworfen. Jetzt begleichen wir die Rechnung. Renato steckt sich die Finger in den Mund und pfeift in einem hohen Ton. Bewaffnete Männererscheinungen herum. Ich habe einige Freunde angehört, um sicher zu gehen, dass sie sich bei dir revanchieren. Angemessen. Hi Jungs. Und Mädels. Söldner Heiler. Ein Kettenblitz. Au. Das hat er da aber weggeschleudert. Wo ist das sich teilende Geschoss? Da. Okay, der ist tot. Dann... Renato ist auch fast schon tot. Und Renato ist tot. Okay. Ich glaube, Renato, das ging ziemlich nach hinten los. Außergewöhnlicher Morgenstern. Ein bisschen Geld. Außergewöhnliche Donnerbüchse. Qualianische Kleidung. Tut mir leid für dich, Kumpel, aber... Nö. So, ich habe so das Gefühl, die Druidin ist hier. Oh, und da liegt sogar noch etwas.
Ich glaube, an diesem Zirkel haben wir damals nichts gefunden, als wir das erste Mal hier waren. Da war der Adra-Bogen, Ulmküstenhöhle. Ja, das könnte der einzige Ort sein. Mal nochmal ein Quicksave machen. Sicher ist sicher. Oh, Wartinnenwächter, genau. Eine Elfin steht auf einem Podest in der Mitte einer Lichtung. Der Boden ist mit Blättern in verschiedenen Rotbraun- und Goldtönen bedeckt. Ihre Augen sind geschlossen, ihre Arme vor ihr verschränkt. Ein Vorhang aus herbstgelben Haaren hängt vor ihrem Gesicht. Als du dich näherst, hebt sie sein Kinn und blickt dich mit wachen braunen Augen an. Greetings, Estremor. You are among the Ovates of the Golden Grove.